Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Körperforum zu unserer Veranstaltungsreihe Forscherfragen. Mein Name ist Matthias Meyer und ich leite den Bereich Wissenschaft hier in der Körperstiftung. Fusion, in Klammerkern, lautet unser heutiges Thema und das an einem in dieser Hinsicht mehr als assoziationsreichen Datum. Einem nämlich, das als Nationalfeiertag der ehemaligen Bundesrepublik die Hoffnung auf eine zukünftig mögliche Fusion zweier getrennter Staaten aufrecht hielt. Eine Hoffnung, die für eine konkrete Utopie im Blochschen Sinne zu halten, damals eigentlich kaum noch jemand gewillt war. Das war bestenfalls eine Utopie fürs Grundsatzprogramm und für die Sonntags- respektive eben Feiertagsansprachen. Mit der Kernfusion, so könnte man meinen, verhalte es sich relativ ähnlich. Zumal sich mühelos weitere waghalsige Analogien bilden lassen. Hier wie dort müssen erst einmal starke Abstoßungskräfte der zu vereinigenden Teile überwunden werden. Seien es nun ideologische Gegensätze oder gleichgepolte elektrische Ladungen. Um dann im Moment maximaler Annäherung schwächere Anziehungskräfte für die endgültige Fusion sorgen zu lassen. Dies aber ist nur möglich unter Zuführung großer Mengen Energie einerseits oder Geldes andererseits. Und ob am Ende mehr rauskommt, als man reinstecken muss, ist bei beiden Prozessen nicht vorab ausgemacht. Interessanterweise muss man jedenfalls, wenn man den physikalischen Prozess der Fusion im Auge hat, konstatieren, dass derzeit noch beides, sowohl Energie als auch ganz ansehnlichen Summen Geldes, in diese technische Utopie gesteckt werden müssen, um sie ihrer Realisierung näher zu bringen. Waghalsige Analogiebildner wie mich interessiert deshalb an einem solchen Abend vor allem, ob wir es hier tatsächlich eher mit Blochs konkreter Utopie, also einer Utopie als real verwirklichbarer Möglichkeit, oder eben doch nur mit der schlechten Utopie des Wolkenkuckucksheims oder des bloßen Wishful Thinkings zu tun haben. Geografisch übersetzt hieße das dann wahlweise Garching, Greifswald oder Kadarach. Oder eben griechisch Utopie, Utopos, der Nichtort. Träfe Letzteres zu, hätten wir es übrigens eher mit dem wissenschaftspolitischen Drohnenpendant einer Dystopie zu tun. Also einer Schreckens- statt Wunschvorstellung, denn dann wäre noch deutlich mehr Geld in den südfranzösischen Sand gesetzt, als jetzt der amerikanischen Rüstungsindustrie in den Rachen geworfen. Zugutehalten müsste man der Sache aber sicherlich, dass wir dann auf sehr hohem Niveau und mit besten Absichten gescheitert wären. Den Philosophen würde es, wie meist anlässlich der Begrüßung zu Forscherfragen, die fast auch immer etwas von den sogenannten letzten Fragen haben, schwer in den Fingern jucken, dem systematischen und historischen Zusammenhang von utopischem Denken und Energiegewinnung in der Geschichte der Menschheit noch ein wenig nachzuspüren oder auch nur dem spekulativen Affen Zucker zu geben. Aber sowohl praktische Grußwortvernunft, meine und vermutlich und hoffentlich auch Ihre schiere Neugier auf konkrete Forschungsergebnisse und Berichte aus der Praxis, als auch die schlichte Höflichkeit gebieten hier Einhalt. Ich komme also in einer Art Abschweifungsvollbremsung und ohne jeden weiteren Umstand zur Sache eines jeden Grußwortes, der Begrüßung. Ich begrüße ganz herzlich die zu befragende Forscherin des heutigen Abends, Frau Prof. Dr. Sibylle Günther. Herzlich willkommen, Frau Günther. Frau Günther ist wissenschaftliche Direktorin des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik in Garching. Sie studierte Physik an der Universität Rostock und promovierte dort 1990, arbeitete anschließend als wissenschaftliche Assistentin an der Universität Rostock und absolvierte mehrere Auslandsaufenthalte an der Universität Maryland und am National Institute of Standards and Technology in den USA. Nach ihrer Habilitation 1996 an der Uni Rostock wechselte sie an das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching, wo sie 2000 als jüngste zum wissenschaftlichen Mitglied berufene Frau in der Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft die Leitung des Bereichs Tokamak-Physik, übrigens der Karlauer muss erlaubt sein, nicht zu verwechseln mit der unter Karl-May-Freunden so beliebten Tomahawk-Physik,
übernahm. Seit 2001 hat sie eine außerplanmäßige Professur an der Universität Rostock inne, wurde 2006 Honorarprofessorin an der Technischen Universität München und übernahm 2011 als wissenschaftliche Direktorin die Leitung des IPP. Ich lasse sämtliche Gremienmitgliedschaften bei Euratom und was es sonst noch so alles gibt, jetzt einfach mal weg, sonst dauert das dann doch wieder zu lange mit dem Grußwort. Sie, so unsere bescheidene Vermutung, liebe Frau Günther, sollten sich also mit Fragen der Kernfusion auskennen wie kaum eine andere. Beste Voraussetzung, um vielleicht auch meinen Spekulationen etwas empirischen Grund unter die Füße zu geben. Und ich begrüße ebenso herzlich den zweiten Hauptprotagonisten des heutigen Abends, sozusagen ein Fusionsmagier anderen Typs, nämlich Magier der Fusion von Komplexität und Verständlichkeit. Und immerhin in diesem Fall halte ich die Frage, ob es sich bei seiner Fusionstechnik um eine des Exo- oder Endothermen-Typus handelt, für zweifelsfrei geklärt. Noch jedes Mal ist es so, dass am Ende mehr herauskommt, als wir hineinstecken müssen. Die Spekulation über denkbare physikalische oder fiskalische Einheiten für diese Gleichung überlasse ich jetzt Ihnen. Also begrüßen Sie mit mir den weltweit einzigen zuverlässig funktionierenden Wissenschaftsvermittlungsfusionsreaktor Martin Meister. Ich könnte mir vorstellen, dass gleich auch eine etwas ominöse Fusionskonstante im Gespräch eine Rolle spielen könnte. Deren Eignung als sich weder in Raum noch Zeit ändernder Messwert will ich hier gar nicht weiter kommentieren, sondern stattdessen auf unsere Veranstaltungskonstante hinweisen, nämlich die raumzeitlich zuverlässige, sprich nach der Debatte hier vorne und im Foyer dort hinten, stattfindende Versorgung mit einem Getränk zur entspannten Fortsetzung des Gesprächs. Die gilt, wie es sich für Konstanten gehört, selbstverständlich auch heute. Jetzt aber wünsche ich uns allen eine erkenntnisreiche und spannende Runde Forscherfragen. Frau Günther, Herr Meister, die Bühne gehört Ihnen. Vielen Dank. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auch meinerseits zu unserer Veranstaltung über die Kernfusion. Herr Meier, Sie haben da gerade eine Konstante angesprochen. Vielleicht meinten Sie diese. Ich habe einem Kollegen von mir vor wenigen Tagen in unserer Gruner und Jahr Kantine erzählt, dass ich diese Veranstaltung hier moderieren werde. Und da sagte er, ach Kernfusion, das sind doch diese Forscher, die alle 40 Jahre immer erzählen, welche neuen Probleme sie in den nächsten 40 Jahren lösen werden. Ach, sogar 50. Wir können leicht erhöhen. Ich habe dann beifällig genickt da in der Kantine, weil ich habe mich erinnert daran, wie ich vor vielen, vielen Jahren Jungredakteur war, zu Geo kam und einen Kollegen hatte, ebenfalls Physiker, der mir sagte, Martin, kümmere dich mal um dieses Thema Kernfusion, das könnte interessant werden. Nun bin ich davon so ein bisschen abgekommen, ich habe dies und das geschrieben, aber leider nie über die Kernfusion. Der Kollege ist inzwischen längst pensioniert und immer noch gibt es keine große Georeportage über den Durchbruch in der Kernfusionsforschung. Das Bild, das ich damit jetzt zeichne, ist wahrscheinlich ein bisschen ungerecht. Nein, es ist ungerecht, das habe ich gemerkt in der Vorbereitung zu dieser Veranstaltung. Ich habe wirklich schätzen gelernt, mit welcher Beharrlichkeit sich Plasmaphysiker auf dieses Thema einlassen und über die Jahre und Jahrzehnte da dran bleiben. Und Sie, Frau Professor Günther, Sie haben ja in diesem Jahr das Bundesverdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland verliehen bekommen und sicherlich nicht ohne guten Grund. Sie haben an dieser Forschung erheblichen Anteil als Forschungsdirektorin im Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Und Sie, meine Damen und Herren, Sie werden vielleicht in lange vor 50 Jahren, in einigen Jahren sagen können, ich habe die Günther mal live erlebt. Ich war dabei, ja, diese berühmte Professorin. Also kosten Sie es aus, kosten Sie es auch gegen Ende unserer Unterhaltung hier aus mit Ihren eigenen Fragen, wie immer, Saalfragen. Und viele von Ihnen, sehr viele von Ihnen, haben diesmal davon Gebrauch gemacht, uns die Fragen vorher zuzusenden. Ich habe die alle hier auf meinem Kärtchen.
und werde mich bemühen, wie immer, sehen Sie mal, möglichst viele, die tun wir jetzt alle hier schon mal weg, so, die tun nichts mehr zur Sache, sehen Sie, das dampft sich ganz schnell ein. Aber ich werde mich bemühen, möglichst viele davon zur Sprache zu bringen. Aber das Schöne ist an diesem Job von mir, ich darf ja mit meinen eigenen Fragen beginnen. Das koste ich jetzt gnadenlos aus. Wir haben es gerade gehört, Sie sind in Rostock geboren, Frau Professor Günther. Sie haben dort Abitur gemacht, Sie haben Physik studiert, Ihr Diplom abgeschlossen in Rostock 1987. Was hat Sie auf diesen konsequenten Weg gebracht? Sozusagen schon als Baby gewusst haben, was sie mal machen werden, vielleicht im Milchfläschchen schon Turbulenzen beobachtet. Ich nicht, mein Opa. Ja. Ihr Opa. Mein Opa wusste, ja. der hat mir damals gesagt, als ich anfing Physik zu studieren, du solltest mal Kernfusion machen. Ehrlich, ich wusste damals kaum, was es ist und habe das auch lustig gefunden. Es ist eigentlich richtig schade, dass er sterben musste, bevor ich das dann wirklich gemacht habe. Es wäre sehr witzig gewesen. Nö, ich fand einfach in der Schule Mathematik und Physik interessant. Hab dann Physik studiert, das war im Osten nicht so ungewöhnlich für eine Frau wie im Westen. Und wir waren im Studienjahr 30% Frauen. Und dann gab es in Rostock eine starke Plasmaphysik. Hat gar nichts mit Kernfusion zu tun gehabt, ich habe also was ganz anderes gemacht. Und das klingt jetzt komisch, wenn Sie sagen, noch 50 Jahre und so. Ich habe Theorie gemacht und wollte mal was Praktisches tun, also Kernfusion. Und das war es dran, ich wollte mehr mit dem Experiment zu tun haben und fand das also sehr spannend, an einem Institut, wo es ein großes Experiment gibt, dann theoretische Physik zu machen. Und ich habe dann auch experimentiert, weil das Spaß macht. Sie haben es gerade erwähnt, es war nicht so ungewöhnlich für Frauen in Ostdeutschland Physik zu studieren. Das wissen wir ja durch einen anderen Fall aus Nordostdeutschland. Wie kommt es, dass diese Powerfrauen alle Physik in Nordostdeutschland studiert haben? Wie? Ich glaube, im Südostdeutschland haben auch Frauen Physik studiert. Naja, aber die dann solchen Rang erlangen, haben wir keine Erklärung für. Nee, das untersuchen wir dann demnächst. Also. Ja gut, alles zufällig. Wir haben auch gerade schon gehört, Sie sind Forschungsdirektorin und auch Direktorin schlechthin am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik mit dem Hauptsitz in Garching, also in Bayern. Es gibt aber auch das Teilinstitut Greifswald und das gibt es seit 1994. War das so ein bisschen Ihre Eintrittskarte auch in diese ganze Karriere? Sie sind 1996 zu Max Planck gekommen. Dass es da nun gerade in Greifswald ein neues Institut gab, hat Ihnen das irgendwie genutzt? Das hat mir ein bisschen die Idee gegeben. Also ich habe damals tatsächlich überlegt, nach Greifswald zu gehen. Meine Kollegen mögen das Wort Teilinstitut eigentlich nicht so gerne. Die mögen lieber zwei Standorte. Also das war für mich schon spannend, dass das Max-Planck-Institut also nach Nordosten kam. Ich habe mich da umgeguckt und mich tatsächlich damals auch dort beworben. Und da hat mein Vorgänger zu mir gesagt, was wollen Sie da? Da gibt es ja noch gar nichts, da kann man nichts lernen. Ich musste ja das Fachgebiet wechseln. Mhm. Und da hatte er sehr recht und deshalb bin ich dann nach Garching gegangen, statt nach Greifswald. Sie forschen selbst am Max-Planck-Institut, Sie organisieren jetzt hauptsächlich in den letzten Jahren die Forschung, aber Sie sind außerdem auch noch Dozentin, Professorin an zwei Universitäten, in Rostock und in München passenderweise. Ich stelle mir Ihr Leben als ein ewiges Pendeln zwischen Nord- und Süddeutschland vor. Ist das so? Da ist was dran, aber zwischendurch haben wir noch Berlin und Brüssel dann. Ach so, naja, also ist für alle Himmelsrichtungen gesagt. Ja. An wie vielen Tagen sind Sie auf Reisen im Jahr? Die Hälfte der Zeit, denke ich schon. Mhm. Ja, das ist Forschungsorganisation in heutiger Zeit. Meine Tochter ist erwachsen, ich kann das mir leisten. Ja. Gut, Tochter hat es nebenbei auch noch gegeben. Danke, dass Sie das selber aufbringen. Wir haben jetzt also, glaube ich, ein einigermaßen dichtes Bild von Ihren vielen Verpflichtungen und Obliegenheiten. Dann steigen wir doch jetzt mal um und in die Kernfusion ein. Das ist ja eine Sache, die mit Zwang zu tun hat. Herr Mayer hat es schon erwähnt. Zwei positiv geladene Teilchen, nämlich Atomkerne, denen man die Elektronen weggenommen hat. Die sollen nun verschmelzen, obwohl sie es partout nicht wollen. Und sich mit aller Kraft, der Coulomb-Kraft, dagegen sträuben. Und wenn man das noch weiter ins Körperliche übersetzen will, dann könnte man sich zwei Südpole eines Magneten vorstellen, die man gegeneinander zwingen will und diese Kraft ist diejenige, die zu überwinden ist. Und das hört sich so widernatürlich an, als ob das irgendwie was Widernatürliches ist, aber es geschieht ja pausenlos. Ja.
auf den Sternen, auf unserer Sonne. Wie schafft es die Sonne, diese positiven Wasserstoffteilchen zusammenzuzwingen? Die Sonne, die hat eine sehr hohe Temperatur im Zentrum, 10 Millionen Grad, und eine sehr hohe Dichte, also sowas wie Blei, das wissen Sie alle, ist sehr schwer. Und dann ist sie noch sehr groß und die Gravitation hält also diese Teilchen zusammen. Und das zusammen macht es, dass ausreichend viele Teilchen so dicht kommen, dass sie dann fusionieren. Also die hohe Temperatur bedeutet hohe Energie und dann schießen sie aufeinander. Und das tut es in der Sonne. Hohe Temperatur heißt ja letztlich auch hohes Tempo. Also ja, die Teilchen sind mit einem Mordstempo unterwegs. Richtig. Und das ist das Entscheidende. Ja. Aber ich habe auch gelesen, 10 Millionen Grad haben Sie gerade gesagt, da liest man dann populärwissenschaftlichen Übersetzungen, nur 10 Millionen Grad sind es auf der Sonne, nämlich auf der Erde müssten es viel mehr sein. Wie stellt sich das Ganze unter irdischen Bedingungen dar? Welche Bedingungen braucht man dort? Ja, wir sind ein bisschen ambitionierter, wir wollen mindestens 100 Millionen Grad. Das 10-mal mehr hört sich ziemlich aberwitzig an. Liest man auch ab und zu in der Zeitung, geht gar nicht. Das stimmt nicht. Wir haben schon 400 Millionen Grad geschafft. Also es geht schon. Der Grund ist, weil wir nicht so einen ganz großen Reaktor bauen wollen, wie die Sonne ist. Und deshalb muss man also eine andere Reaktion benutzen. Und die braucht halt eine etwas höhere Temperatur. Dafür können wir aber mit der Dichte runtergehen. Und wir brauchen nur etwa eine Millionstel von der Atmosphärendichte. Mhm. Das heißt, es ist ein schlechtes Vakuum. Also die Energiedichte ist dann doch sehr klein. Also die Sonne hat sehr, sehr viele Wasserstoffteilchen zur Verfügung. Sie hat unglaublich viel Platz, auch viel Zeit. Die ganze Sache dauert ja nun schon Milliarden Jahre, kommt inzwischen bei uns an. Sie wollen das viel schneller haben, darum müssen Sie einen anderen Faktor erhöhen, die Temperatur. Ja. Nämlich diese 100 Millionen Grad. Sie haben ja am Telefon so locker gesagt, 100 Millionen oder 200 Millionen scheint für Sie nicht so drauf anzukommen. Das ist wirklich nicht so schwierig, wie man denkt. Also ich sage ja, wir haben schon 400 Millionen geschafft und das ist definitiv zu viel. Mehr als 200 soll es nicht sein. Mhm. Wasserstoff. Jetzt lassen wir uns noch kurz mal die Wasserstoffteilchen etwas genauer ansehen, um die es da geht. Denn der Wasserstoff, mit dem man für gewöhnlich zu tun hat, in Wasser nämlich, der ist es ja gar nicht. Das sind 99,9% des irdischen Wasserstoffs sind so gebunden. Es geht um zwei ganz besondere Isotope, die Sie zusammen. Also auf der Sonne ist es tatsächlich Wasserstoff, aber auf der Erde ist es der schwere und der superschwere Wasserstoff. Ein normaler Wasserstoff hat ein Proton, ein schwerer Wasserstoff, Deuterium, hat ein Proton und ein Neutron, das ist ein nicht geladener Kernbaustein, und ein superschwerer Wasserstoff hat zwei neutrale Kernbausteine, zwei Neutronen und ein Proton. Ja, superschwerer Wasserstoff, auch Tritium genannt, also Deuterium und Tritium, das sind die beiden Kandidaten, die sich verheiraten sollen, um die geht es. Und beide sind, nein, speziell das Tritium ist extrem selten, ist in der Natur gar nicht unbedingt vorzufinden. Deuterium gibt es im Meerwasser ausreichend, aber Tritium nicht. Das müssten Sie speziell herstellen für diese Experimente. Nun verschmelzen nicht nur, um das noch abschließend zu sagen, nicht nur Wasserstoff. Im Prinzip können auch weitere Teilchen Kernfusionen eingehen, aber mit denen beschäftigen Sie sich erstmal nicht. Das ist viel schwieriger, weil der Coulomb, Sie haben ja diese Coulomb-Abstoßung erwähnt. Und je schwerer die Kerne sind, also je höher die Kernladungszahl, also je mehr geladene Bausteine die haben, desto mehr stößt sich das natürlich ab. Mhm. Wasserstoff geht am leichtesten zu fusionieren. Für andere Kerne bräuchten sie noch mehr Energie, noch Im höhere Prinzip Temperaturen. Ging es auch mit Helium zum Beispiel. Im Prinzip geht es auch auf Sternen. Also sonst wird es ja die schweren Elemente nicht geben. Das ist alles aus Kernfusion entstanden und also geht auch alles andere. Bis zum Eisen, das ist das Stabilste. Nun ist es ja letztlich so, dass man mit dieser Fusionsreaktion Energie gewinnen will. Ja. Wo kommt die denn her? Da fusionieren jetzt also zwei, wie entsteht denn dabei Energie? Ja, wenn man es einfach sagen will, dann macht man es mit Einstein, den kennen Sie alle, E ist gleich mal C² und die Zunge steckt da noch aus. Wenn man jetzt also die Sonne anguckt, dann nimmt man vier Protonen und verschmilzt man zu einem Heliumkern. Und das Wesentliche ist, dass der Heliumkern ist leichter als die vier Protonen. Mhm. Und die Massendifferenz, also der Unterschied in der Masse, m mal C² ist Energie, die frei wird. Also Sie haben Energie gespeichert in dem Kernbaustein, in dem größeren Kern. Also weniger Energie als in den einzelnen. Und man kann es eigentlich wirklich einfach umrechnen durch die Masse, die verschwindet. Mit dieser Formel, E gleich m mal C², kann man eben, was an Masse verloren geht, schlicht in Energie umrechnen. Gut, und in welcher Gestalt wird diese Energie frei? Was saust da rum? Oder
Bei der Reaktion, die wir betrachten, ist es Bewegungsenergie. Also die Teilchen sind sehr schnell dann. Mhm. Und zum einen sorgen die dann dafür, dass das Plasma, was wir dann da haben, auch aufgeheizt wird. Und zum anderen werden die dann abgebremst und das wird direkt in Energie umgewandelt, in Strom dann, in Wärmeenergie. Ich habe hier mir so ein paar Zahlen aufgeschrieben. 1 Gramm von diesem Gemisch, Deuterium, Tritium, in einem Fusionsreaktor erzeugt etwa 100 Megawattstunden. Ja, so viel wie 10.000 Tonnen Kohle, das ist noch anschaulicher vielleicht. So wie 10.000 Tonnen Kohle, genau. Also stellen Sie sich vor, wenn Sie Kohle schippen demnächst, wie, also, oder so mal 100 Megawatt, das ist wie ein kleines Kraftwerk erzeugen ja. kann. Ne? Die haben heute 500, 600, auch 1.000 Megawatt, aber 1 Gramm, wir reden ja nur von einem ja, genau. Gramm dieses Wasserstoffs. Die Sonne fusioniert jede Sekunde 500 Billionen Gramm Wasserstoff. Naja, wir wissen ja, was wir davon haben, speziell heute auch wieder. Nun kommen wir zur technischen Nutzung. Wir haben das Prinzip besprochen, die technische Nutzung, da ist ja nun so ein bisschen bedauerlich, dass die erste technische Nutzung, die man so kennt, ist die Wasserstoffbombe. Ja. Das war am 1.11.1992, wurde die 52, pardon, wurde die gezündet, vor, naja, roundabout 60 Jahren. Was ist der Unterschied zwischen so einer Bombenfusionsreaktion und dem, was in einem Reaktor geschieht? So das Prinzip. Also, was wir in unserem Reaktor machen, ist ja vor allem Magnetfusion. Das hat nun wirklich gar nichts damit zu tun. Wenn Sie was Ähnliches überhaupt haben wollen, dann müssen Sie zu der Laser- oder auch Trägheitsfusion gehen. Das hat wesentlich im Prinzip was damit zu tun. Dann nehmen Sie nämlich ein kleines Pellet, komprimieren das ganz stark und dann explodiert das. Das ist auch keine Wasserstoffbombe, aber dann haben Sie eine kleine Explosion wenigstens. Mhm. Während bei uns das alles ganz stationär vor sich hin brennt und eigentlich, wie gesagt, ein schlechtes Vakuum ist und ganz stationär Energie abgibt. Während bei der Bombe wollen Sie ja sozusagen, haben Sie einmal einen großen Knall. Mhm. Und das ist eher bei der Laserfusion der Fall, wo Sie sozusagen dann den Brennstoff schnell zum Fusionieren bringen und das dann mit einem großen Knall auseinanderfliegt. Mhm. Sie haben gerade gesagt, das ist ja fast ein Vakuum. So sehr ist verdünnt, ja. ist dieses Gas verdünnt. Es ist auch erhitzt. Sie haben vorhin das Wort Plasma erwähnt. Vielleicht sollten wir das noch sagen. Was hat es mit dem Plasma auf sich? Ein Plasma ist sowas wie ein Gas, nur dass man es noch heißer macht. Also wenn man die Aggregatzustände kennt, nehmen Sie Wasser, also Eis ist fest, ein bisschen Wärme dazu ist es Wasser. Nochmal Wärme dazu ist Wasserdampf. Wenn Sie es noch weiter erhitzen, dann lösen sich auch noch die Elektronen von den Kernen. Während beim Dampf sozusagen Moleküle rumschwirren, dann spalten die sich auf in Atome und Atome sind dann aufgebaut aus den Kernbausteinen, den Protonen im Fall von Wasserstoff und dem Elektron. Und die werden auch noch getrennt und dann haben Sie eigentlich ein elektrisch leitfähiges Gas. Und das ist wichtig, dass es leitfähig ist, denn dann können Sie nämlich mit magnetischen Feldern und elektrischen Feldern, die beeinflussen. Also erst, wenn die Gase ionisiert sind, dann sind sie überhaupt beeinflussbar durch Magneten und dann können sie dieses wahnsinnig heiße Zeug, 100, 200 Millionen Grad, heißes Plasma, elektrisch, magnetisch manipulieren. Lassen wir es mal dabei. Jetzt haben Sie die Trägheitsfusion erwähnt. Das ist das eine Prinzip, das andere, die Magnetfusion, besprechen wir gleich. Hier habe ich nämlich eine Saalfrage, deswegen müssen wir noch die Trägheitsfusion ganz kurz vertiefen. Das ist ein Forschungsweg, den man in den USA geht, ganz wesentlich. Sie haben gerade, glaube ich, schon die Laser angesprochen. Mhm. Oder sagen Sie noch mal ganz kurz das Prinzip der Trägheitsfusion. Das heißt Trägheitsfusion, weil man so ein Pellet hat, also kleineres. Aber ein Pellet. Ja? Ein Pellet, das ist also einfach so ein rundes, gefrorenes Wasserstoffkügelchen. Und das muss man jetzt ganz stark komprimieren und um das zu tun, beschießt man das ganz gleichmäßig mit Laserstrahlen und die führen dazu, dass es also außen erhitzt und dann sozusagen Material applaudiert, also wegfliegt und weil man in der Physik gelernt hat, Aktion gleich Reaktion, wird sozusagen das Pellet komprimiert und zwar etwa so dicht, in der Teilchendichte etwa so wie das Sonneninnere dann und auch auf 100 Millionen Grad und das ist aber so klein, dass die Bombe dann sozusagen nicht das Gebäude durch die Gegend schmeißt, sondern dass halt also eine Explosion ist, die man aushalten kann. Und das müsste man in einem Kraftwerk 10-mal in der Sekunde machen. Mhm. Und das ist wahrscheinlich die Herausforderung, 10-mal in der Sekunde so ein Pellet zum Zerplatzen. Naja, im Moment ist die Herausforderung noch einmal ein Pellet zu zünden. Das versucht man jetzt gerade.
da ist ein großes Experiment gebaut worden, die National Ignition Facility. Und man hatte es auch für 2012 National Ignition Facility. Ja, okay. Hatte man auch für 2012 sich vorgenommen. Aber wie das in der Wissenschaft so ist, das hat nicht genauso geklappt, wie die Kollegen sich das gedacht haben. Also es funktioniert technisch, aber wenn Sie so ein kleines Wasserstoffpellet haben, dann haben Sie drumherum Gold oder sowas gemacht, was Schweres. Und das vermischt sich leider stärker, als man das gedacht hat. Und deshalb kriegt man es nicht zu so hohen Temperaturen, wie man das wollte. Die Kollegen arbeiten noch daran. Mhm. Der Unterschied zur Magnetfusion ist, wenn Sie ein Pellet gezündet haben, haben Sie gezeigt, dass es geht. Um ein Kraftwerk zu bauen, ist die Technologie noch mal, also haben Sie noch ganz viele Schritte dann zu gehen. Bei der Magnetfusion ist es viel schwerer, die Zündung zu erreichen. Wenn Sie es geschafft haben, haben Sie das Kraftwerk fast fertig. Das sind so die beiden Wege. Mhm. Mhm. Der erste Weg, Trägheitsfusion und National Ignition Facility, ist also der, den man in den USA geht. Christian Ziemann fragt... Man geht übrigens beides in den USA. Also oh ja, das andere auch, aber die, nur in den USA, wenn ich es recht sehe, Japan diese auch. Trägheitsfusion und Japan. Die Frage von Herrn Ziemann, wie Sie die Eignung dieses Verfahrens für die zivile Nutzung der Kernfusion beurteilen. Möchten Sie schon ein bisschen eine Abschätzung abgeben, was wohl eher funktionieren wird? Bevor wir das andere überhaupt erst kennengelernt haben, sagen Sie mal, wie wird das wohl mit der Trägheitsfusion? Das ist schwierig. Das, ich hätte Ihnen schon zugetraut und ich glaube es eigentlich auch immer noch, dass Sie das hinkriegen, ein so ein Pellet zu zünden. Ob es dann zum Reaktor wird, weiß ich nicht. Also das ist auch mir schwer zu sagen, über die Konkurrenten zu reden, da soll man ja vorsichtig sein. Also Die sind ja nicht da. Dass sie ein Pellet zünden, das glaube ich Ihnen schon. Das heißt, die Amerikaner hören ja neuerdings alles mit. Also ja, genau. vielleicht sind sie also auch vorsichtig. Ich halte das technologisch für noch schwieriger als die Magnetfusion, muss ich sagen. Aber weil sie müssen das Pellet ganz homogen bestrahlen mit diesen Laserstrahlen. Das ist auch das Problem, weshalb es jetzt nicht funktioniert hat. Es war nicht homogen genug. Und stellen Sie sich das vor, so ein Pellet tropft dann da rein und dann müssen Sie sozusagen mit einem Lasertracker-System das ganz homogen bestrahlen und das alle das 10-mal in der Sekunde. Im Moment fokussieren die das 2 bis 3 Stunden auf ein so ein Pellet. Gut, halte ich für schwierig. Also, gut. Aber kürzen wir das ab, reden wir lieber gleich über Ihre eigene Forschung. Noch schnell die Frage von Herrn Ziemann, findet auf diesem Gebiet eine nennenswerte Zusammenarbeit mit den Amerikanern statt? Auf dem Gebiet der Laserfusion? Ja. Wenig, weil wir machen ja keine Laserfusion. Wir haben eine große Zusammenarbeit in der Magnetfusion. Es gibt aber Gruppen in Deutschland, die sich mit der Wechselwirkung von Lasern und Plasmen beschäftigen. Zum Beispiel meine Kollegen am Max-Planck-Institut für Quantenoptik nebenan bei uns auf dem Campus, die sozusagen ein bisschen ein Auge drauf haben und schon mal gucken, was da so passiert. Also, also Zusammenarbeit gibt es schon, aber das ist so dicht allem militärisch an der Atombombe, dass Deutschland sich entschieden hat, das nicht zu machen. Ja, gut. Dann führen wir das heute Abend nicht weiter, kommen jetzt endlich auf Ihr eigenes Prinzip, die Magnetfusion. Da muss ja einerseits geheizt werden, das haben wir schon kurz besprochen, und dann muss die Hitze isoliert und gehalten werden. Wie wird erstmal die Hitze überhaupt erzeugt? Wie machen Sie das in einer Brennkammer mit diesem Wasserstoffgas? Wie wird daraus jetzt Plasma? Ach, das ist einfach, das können Sie wie in der Küche machen. Na, also ich weiß nicht, hier sind junge Leute im Raum, ich weiß nicht, ob wir das empfehlen dürfen. Ja. Ja, also doch, also in die Mikrowelle kann man ja was reinschicken. Also einfach, wenn Sie Plasma erzeugen wollen, zünden Sie eine Kerze an. Das hilft erstens immer, es wird Licht und zweitens hat man dann ein Plasma. Aber die hat doch keine 100 Millionen Grad, nee, muss, so eine Kerze. Nee, es gibt auch kältere Plasmen, also jede Leuchtstoffröhre ist ja auch ein Plasma. Bitte was? Die Leuchtstoffröhre? Jede Leuchtstoffröhre ist auch ein Plasma, ist viel wärmer, viel kälter. Ach so, das muss nur ionisiertes Gas sein. Es muss nur ionisiertes Gas sein, es ist auf jeden Fall erstmal ein Plasma. Gut. Wenn Sie es heizen wollen, dann können Sie heizen wie auf der Kochplatte mit einem Strom. Das tun wir auch, im Tokamak. Wir heizen mit Mikrowellen, so wie Sie in der Mikrowelle, nur die Frequenzen sind nicht die gleichen. Und unsere Kollegen, die darauf sehr stolz sind, die heizen nicht mit Kilowatt, wie sie in der Mikrowelle oder mit Watt, sondern mit Millionen Watt. Und dann sagen sie mir, naja, wir können einen Elefanten grillen, sie nur ein Höhenhühnchen, aber im Prinzip ist es das Gleiche. Und dann schießen wir noch schnelle Teilchenstrahlen ins Plasma, was nicht so üblich in der Küche ist. Die heizen mit Millionen Watt, ist das der Grund, warum die ihre Kollegen in England in diesem Jet-Reaktor immer gucken, was das Fernsehprogramm ist, wann die Werbepausen sind, dann dürfen sie ihr Experiment nicht machen, weil in England brüht man sich in der Werbepause Tee und dann wird zu viel Strom gebraucht, sonst bricht alles zusammen. Ist das eine schöne Geschichte oder ist das so? man schießt dann nicht, ja?
Okay, die machen das wirklich, die gucken ins Fernsehprogramm. Naja, so nicht. Ja, also, aber es ist, doch, genauso es ist tatsächlich ein Problem, weil wenn sie sozusagen, wir brauchen auch in Kallem und auch in Garching, wir brauchen die Energie plötzlich, innerhalb von 10 Sekunden muss das aus dem, wenn es aus dem Netz genommen würde, würde in München das Licht ausgehen. Wir nehmen das nicht aus dem Netz, wir haben so Schwungradgeneratoren, die die Energie speichern und wenn man die abbremst, dann kann man die Energie nutzen. Für diese gepulsten Maschinen wie Tokamak ist das so, für den Stellarator Wendelstein 7X können wir es aus dem Netz nehmen, da geht das, da ist es stationär. Okay, nun ist der Sinn der Sache, die Teilchen, die Wasserstoffionen werden schnell, Tritium, Deuterium, nehmen ordentlich Tempo auf, dann verschmelzen sie. Haben Sie eigentlich schon die Neutronen erwähnt, die schnellen Neutronen, die dabei noch rausschießen? Die werden dabei, werden dabei erzeugt, also man erzeugt einen Heliumkern, was ein Edelgas ist, kennen wir alle von den schönen Luftballons. Und ein Neutron, und das Neutron, das trifft auf die Wand. Da hat man am besten Lithium, weil wir müssen auch Tritium erzeugen. Tritium gibt es ja nicht. Ja. Also die Wände kleiden wir aus mit Lithium, da trifft ein Neutron drauf. Diese Wände da übrigens, die wir da oben sehen. Die Wände sehen. Da, ja. Also im Kraftwerk bei Jet jetzt nicht. Ja. Wenn ein Neutron auf einen Lithiumkern trifft, dann wird ein Tritiumkern frei und wieder Helium. Und die Energie bleibt in der Wand stecken, sozusagen, halt, da wird aufgeheizt. Und diese Wärmeenergie wird abgeführt, dann wie in einem normalen Kraftwerk auch. Gut, also das, was da die Wärme in der Wand erzeugt, ist das Neutron, das sind Neutronen, ja, was abgespalten wurde aus dem Wasserstoff und durch die Gegend flitzt und nie wiederkommt. So ungefähr. Das bleibt in der Wand stecken, in der Wand stecken bleibt und das erhitzt die Wand. Nun haben wir das Problem, wir haben große Hitze erzeugt, 100, 200 Millionen Grad. Wie halten wir die denn aber, die unerwünschte Hitze, diese riesige Hitze? Das ist ja nicht die Neutronenteilchen, die da reinfliegen, die machen nicht so viel Hitze. Aber die Neutronen haben schon die meiste Energie. Ja. Aber die fliegen also ungeordnet irgendwo lang auf die Wände, während das, was Sie ansprechen wollen, die Teilchen bleiben, die geladenen Teilchen, die so heiß sind, die bleiben an den Magnetfeldlinien kleben. Ja. Und irgendwann, also das Magnetfeld ist so ein Käfig, das ineinander geschachtelte Flächen. Und da sind also die 100 Millionen Grad und auf einem Abstand so von da bis hier, muss ich dann hier so etwa 1000 Grad haben, weil die Wände ja die 100 Millionen Grad nicht aushalten können. Zum einen, also fliegen Teilchen nicht direkt raus und zum anderen muss man dann sich Mühe geben, dass man auch einen Teil der Energie abstrahlt, bevor die Teilchen auf die Wand kommen. Wollen Sie uns jetzt mal zeigen, wie Sie diese Magnetfelder aufbauen und ein Tokamak-Bild uns zeigen? Jetzt sehen wir also mal das Prinzip eines, nicht Tomahawks, das habe ich natürlich auch immer auf der Zunge, sondern eines Tokamaks. Bedeutet ja, das Sie Wort irgendwas? Tokamak? Das ist ein russisches Kunstwort für toroidale Kammer mit Magnetfeld. Naja, jetzt ist alles klar. Ich habe auch noch Russisch gelernt. Ja. Toroidal, naja, Kamera, das Magnet nur Torus ist so ein Ring, ja. Also Toroidal. Kammer. Kammer, gut, Tokamak. Sie können gerne mal aufstehen vielleicht, wenn Sie wollen, uns sagen, was da passiert mit diesen Magnetfeldern und wie Sie das Plasma fangen. Also so ein Tokamak ist das Einfachste, was geht. Das ist wie ein Donut. Aber Sie müssen sozusagen... Da ist jetzt eine Fläche gemalt, Sie müssen da verschiedene ineinander geschachtelte haben. Und das ist deshalb so wichtig, weil Teilchen, geladene Teilchen, nur entlang von Magnetfeldlinien gefangen werden können, die können nicht weg. Entlang von Magnetfeldlinien fliegt ein Teilchen und es kann nicht senkrecht davon weg. Und wenn die jetzt sozusagen immer auf ihrer Fläche rumsausen, dann ist klar, im Zentrum bleiben die heißen Teilchen gefangen, die können also nicht rauslaufen. Das hier ist so eine Spule, ja? Da fließt Strom durch. Da komme ich jetzt gleich dazu. Ja, genau. Gut. Also ich wollte nur erstmal sagen, so einen magnetischen Käfig wollen wir bauen. Ja. Und Magnetfelder kann man generieren durch Spulen mit elektrischem Strom. Und diese grünen und schwarzen Linien sind Magnetfeldlinien. Die laufen auf solchen Flächen um. Und genau, was Sie gerade gesagt haben, diese eine blaue Spule da, davon gibt es mehrere, da fließt ein großer Strom durch. Und ein Strom... In diese Richtung erzeugt ein Magnetfeld, also ein Strom, Magnetfeld in diese Richtung. Mhm. Das sind diese grünen Feldlinien. Und dann braucht man im Tokamak noch einen Strom im Plasma. Das sind diese roten Pfeile gekennzeichnet. Und dieser Strom wieder erzeugt einen Strom rundherum. Das sind diese grünen. Wenn man die beiden zusammennimmt, dann hat man diese schwarzen Linien. Das heißt, man hat Feldlinien, die sich um solche
Donuts, wenn man so will, herumwinden. Mhm. Und denen müssen die Teilchen auch folgen und deshalb können sie sozusagen aus dem System nicht raus. Beim Tokamak ist das Spezielle jetzt, dass dieser rote Strom, das kürze ich jetzt ein bisschen ab, der wird also getrieben in einem Transformator und das kann man nur gepulst machen. Das heißt, für ein Kraftwerk erwartet man, dass man ein paar Stunden das betreiben kann. Da muss man eine halbe Stunde ausschalten und dann muss man es wieder anschalten. Der Puls ist ein halbstündiger Puls. Nee, der Puls ist ein paar Stunden, aber die Pause ist eine halbe Stunde. So, ja, genau. Mhm. Genau, das ist ein Tokamak. Mhm. Ein Stellarator ist fast das Gleiche, außer dass man keinen Strom im Plasma hat, sondern alle Ströme außen durch solche Spulensysteme. Hier sind die ein bisschen komplizierter. Also einmal die gleichen wieder auch, diese blauen, die dunkelblauen. Und dann noch solche helikal gewundenen. Das System ist ein bisschen komplizierter, hat aber den Vorteil, dass man stationär machen kann. Und weil wir schon beim Bilder gucken sind, schauen wir uns vielleicht das Ganze jetzt nochmal per Foto an. Geo hat nämlich doch ein paar Fotos mal gemacht von der Kernfusion. Und da kann man ihre eigenen Experimente sehen. Zum einen den Stellarator, den wir als letztes hier angesprochen haben. Genau. Vielleicht das ist ein Teil aus dem, also wir bauen den ja gerade auf und das ist ein Teil aus dem Vakuumsystem. Ich habe ja erzählt, das ist ein schlechtes Vakuum, was wir da machen und das ist ein Teil von dem Vakuumsystem und während der Tokamak, den kann man nur gepulst arbeiten lassen, aber dafür ist der so schön einfach, das ist wie ein Donut, also axisymmetrisch. Dieser Stellarator ist ein bisschen komisch gewunden, wenn man sich das anguckt und das Plasma folgt also genau dieser. Daraus wird so ein Ring, ja, so ein, Torus, ein Bauteil. Wo das Plasma sozusagen sich so durchwindet. Gucken wir mal weiter, ich glaube, dann sieht man es auch. Das heißt, hier geht es um Modellberechnung zunächst mal für die Spulen. Das sind die Spulen. Die Spulen sozusagen sind auch nicht planar, also nicht so eine Ebene wie beim Tokamak, sondern ein bisschen gewunden. Aber nur dann kann man beim Stellarator tatsächlich einen guten Einschluss erzeugen. Der erste Stellarator war... Haben Sie einen Schuss oder einen Schluss gesagt? Ein Schluss. Ja, gut. Okay. Der erste Stellarator war ein Desaster, man musste wirklich optimieren, um das hinzukriegen. Dann wurde ein Modell gebaut, das war erst ein Computermodell, dann tatsächlich ein 3D-Modell und die echten Spulen werden hier zusammen montiert. Und dann sind sie draufgefädelt. Und werden tatsächlich um diese Hülse herum gebaut. Genau. Das ist nicht Science-Fiction, ist schon fertig, der Torus ist schon geschlossen, davon sieht man gar nichts mehr. Das alles passiert in Greifswald. Ja? Greifswald. Und ich glaube, jetzt kommt ein Ortswechsel nach Garching, wo wir nun den Tokamak sehen. Das ist der Tokamak. Das heißt, wir gucken erstmal nur von außen rein. Das ist reingeguckt, das ist sozusagen, das sind die Spuren sind da sozusagen planar. Und das ist sozusagen die fertige Kammer, wo man dann normalerweise das Plasma hat. Jetzt ist da sozusagen gerade Inspektion. Ja, wir haben also nun die beiden Anlagen gesehen, die... an denen Sie forschen, mit dem Max-Planck-Institut. Insbesondere der Tokamak, die letzten beiden Bilder, glaube ich, ist das, was uns weiterführt in weitere Experimente, weil das eine Saalfrage hier auch war. Welche gibt es da noch? Astex Upgrade, so heißt, glaube ich, das Experiment. So heißt der in Garching, In Garching. Das hat 1991 zum ersten Mal tatsächlich... Genau. Plasma erzeugt. Ja. Und Bernd Manfred Meyer, technischer Kaufmann, fragt, in welcher Kapazität gibt es bereits Anlagen in Deutschland und Europa? Wie viel gibt es denn außer diesen beiden, die wir jetzt gesehen haben? In Deutschland gibt es noch einen in Jülich, einen kleineren, aber der wird gerade zugemacht, weil der ist schon viel älter. Es gibt noch ein in linearen Abmessungen doppelt so großes Experiment in Cullum, in England, das war das mit dem Teekochen. Genau. Ja, das hat ja auch schon immerhin Fusionsleistung erzeugt. Mhm. Und dann gibt es... Das heißt, da wurde schon fusioniert? Ja. Da ist alles gelaufen. 16 Megawatt haben wir schon geschafft. Ja, wir haben mehr Energie reinstecken müssen, als wir rausgekriegt haben. Okay. Das ist noch ein kleiner Schönheitsfehler. Okay, das... Also in England hat es nicht geklappt, aber... Nein, das war nicht geplant. Das ist schon okay so. Ja, gut. Es gibt noch in Amerika, es gibt auch in Europa noch kleinere Tokamak-Experimente, aber Astex Upgrade ist das modernste und nach Jet, also ist überhaupt das modernste in Europa und nach Jet auch das größte. Astex Upgrade. Ja, es gibt in Amerika eine Schwestermaschine, die etwa gleich groß ist. Ansonsten werden jetzt in Asien wahnsinnig viele Tokamaks gebaut.
Okay, aber es war ja nur zum Glück nach Deutschland und Europa gefragt. Also da haben wir jetzt einen kleinen Überblick bekommen. Und da war noch eine weitere Frage. Gibt es da sowas wie Rückbaukosten? Muss man das auch schon im Blick haben? Bei einem Kraftwerk sicherlich, bei unseren Experimenten nicht. Das Kraftwerk, das es noch nicht gibt. Da wäre es dann so, aber... Nee, bei unseren Experimenten nicht. Nee. Bei den Experimenten spielt das keine große Rolle. Sie haben ja auch eigene Forschungsinteressen. Bisher haben Sie uns, glaube ich, geschildert, die Prinzipien, die Anlagen. Eines Ihrer ganz eigenen Interessen, habe ich gehört von Ihnen, ist das Phänomen der Turbulenz. Das bringt nun auch noch alles durcheinander da im Plasma. Ja, genau. Was ist das Problem daran? Das Problem ist, da kann ich auf die 50 Jahre zurückkommen. Es gab ja alle möglichen Ideen über ein Fusionskraftwerk. Und manche Leute haben damals versprochen, so groß und bei jedem im Keller nicht. Und es ist ja nicht so, dass alle Wissenschaftler es so gesagt hätten, aber es ist schon auch so, dass man Teil davon wirklich geglaubt hat. Und das Problem war, man hat also Teilchen verfolgt in solchen magnetischen Feldern und ist davon ausgegangen, das sollte eigentlich okay sein, dass man also die Plasmen so einschließen kann und im Zentrum tatsächlich 200 Millionen Grad schafft. Und was dazwischen spuckt, ist die Turbulenz. Wie wenn Sie Milch in Kaffee gießen und Sie rühren ein bisschen, dann haben Sie Turbulenz, da vermischt sich das. Und so ist das bei uns auch. Der Unterschied zwischen der Temperatur am Rand und im Zentrum hoch genug ist, dann fängt das an, sozusagen turbulent sich zu durchmischen, kalte Zonen mit heißen Zonen. Und dann ist plötzlich das Gerät nicht mehr groß genug, weil dann sozusagen vermischt es sich ja. Und dann haben Sie die Wärmeisolation nicht so gut wie vorher oder wie gedacht. Und der Witz war, dass damals wirklich noch nicht so effiziente Heizmethoden vorhanden waren, dass man diese großen Temperaturunterschiede machen konnte. Das heißt, man hat Turbulenz nicht beobachtet. Es war also nicht ein Lügen oder so, sondern das haben die Leute echt nicht wissen können. Und mit Turbulenzen... Aber ich meine, allein wenn Sie schon sagen, die Milch im Kaffee erzeugt Turbulenzen, das reicht ja schon an Temperaturunterschied. Ich bin wirklich erstaunt, dass da keiner dran gedacht hat, dass dieses Gas irgendwelche turbulenten Effekte. Ja, weil das Gas ja aus geladenen Teilchen besteht und die sollen ja den Magnetfeldlinien folgen und das tun sie auch. Ach so. Außer der Temperaturunterschied ist so groß. Sie haben es ja auch nicht messen können, das ist ja der Witz. Also sie haben das auch experimentell angeguckt und es ging. Also man hat tatsächlich geglaubt, dass Gas zieht brav geordnet seine Bahn. Das tat es ja auch, solange es nur, was weiß ich, 10 Millionen Grad hatte. Mhm. Ja, nur 10 Millionen Grad, ja sicher. Also. Das ist Ihr eigenes Forschungsinteresse daneben. Jetzt möchte ich nochmal zu einem großen Projekt der Zukunft zurückkehren. Haben Sie mit all diesen Anlagen zu tun und nun schließlich und endlich natürlich auch mit dem größten Experiment, auf das die Magnetfusion zusteuert, das ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor in der Provence, wurde vorhin von Herrn Mayer auch schon in spöttischem Tonfall angesprochen, dass... große Experiment, was dort gebaut wird. Das erste Fusionsexperiment, was nun also einen Nettogewinn an Energie erzeugen soll. Baubeginn war 2009. Nun sind wir 4 Jahre weiter. Was steht denn heute bereits? Die ersten Gebäude. Eine Halle. Es gibt mehr als eine Halle. Es gibt auch schon das administrative Bürogebäude. Nee. Naja. In der Provence sicherlich ganz nett gewesen. Ja, es sind natürlich die Aufträge raus. Das Ganze wird ja supraleitend, werden Supraleiter gewickelt. Es ist nicht so, dass nichts vorangegangen ist. Ich weiß schon, worauf Sie hinaus wollen. Es geht längst nicht so schnell, wie das geplant war. Aber es ist nicht so, dass nichts passiert ist. Das Problem ist tatsächlich, wir können natürlich sagen, als Ausrede ist eine First of the Kind, das ist ja anders als Flughäfen. Aber so eine billigen Ausreden wollen wir nicht benutzen. Es ist tatsächlich schwierig. Natürlich ist es das erste Mal und da hat man so Schwierigkeiten bei Wendelstein 7X, was am Anfang auch nicht ganz leicht ist. Wendelstein, das ist der Stellarator, genau. Der mit diesem Da sind wir jetzt Spuren. Da sind wir jetzt seit 7 Jahren im Zeit- und Kostenplan. Irgendwo hin? In Greifswald. Ja. In Greifswald sind Sie natürlich im Kostenplan, aber in der Provence, Süßes südfranzösisches. Nee, am Anfang war das bei uns auch nicht so einfach. Nee, man muss ehrlich sagen. Die Spulen sind immer noch nicht gewickelt. Ja, die waren auch noch nicht geplant zu wickeln, aber es gibt Verzögerungen. Und das Problem besteht zum einen daraus, dass manches technisch unterschätzt worden ist. Aber die Politiker haben uns auch
was eine interessante Managementstruktur geliefert. 7 internationale Partner, jeder lernt jede Technologie, stellen sich vor, sie bauen ein Auto, 4 Räder, ein Rad wird in Japan designt, eins in Russland, eins in China und eins in Indien. Und dann bauen, dann holen die zusammen und dann bauen sie die zusammen. Und das i-Tüpfelchen ist, die zentrale Organisation hat kein Geld, das macht jeder in kind. In kind, Moment, das heißt, das macht jeder, bringt das, jeder steuert Sachleistung richtig bei. Ja? Jeder baut einen Teil, und er macht das, die was Forschung er einbringt. Dafür. Er gibt nicht etwa Geld, damit zentral geplant wird. Also in meinem Management-Handbuch steht nicht, dass man so Projekte macht. Aber nun ja, nun sind ja aber auch die Kosten nicht... Bitte, jetzt sind die Kosten ja nicht die geringsten. Nee. Ursprünglich waren 5 Milliarden Euro angesetzt. Wo stehen denn die Kosten inzwischen? Ja, das kann man ja so gar nicht genau sagen. Kostenidee, Sie werden ja vielleicht irgendeine wolkenhafte Idee davon haben, welche Kosten das sind. Ja, man hat eine Idee, dass jetzt 15 Milliarden ungefähr sind, aber was ich sagen wollte ist, wenn doch jeder in kind liefert, dann ist das der Teil, von den die Chinesen machen, für sie billiger als den Teil, wenn die gleichen Leute das oder die gleichen Sachen in Europa gemacht werden. Mhm. So für Europa ist die Summe jetzt gedeckelt auf 6,6 Milliarden Euro. 6,6 Milliarden, das 15 Milliarden habe ich mir aufgeschrieben, wäre das Sechsfache des CERN, der Kosten fürs CERN, aber nur ein Sechstel der ISS. Beides haben wir hier bereits besprochen, zu beiden haben Sie schon heftig applaudiert. Also seien Sie mal ganz entspannt, 15 Milliarden können Sie da irgendwo in der Mitte einsortieren. Und dennoch, Helmut Ludwig fragt, sind die enormen Forschungskosten bei den beschränkten Mitteln des Staates zu rechtfertigen? Ja, das ist immer eine Frage, nicht? Also wie man, also Grundlagenforschung, ob man das überhaupt rechtfertigt und ob man Kunst und Kultur rechtfertigt, da gibt es ja ganz viele Auffassungen dazu. Wir rechtfertigen ja auch Grundlagenforschung. Hier ist die Frage ja sicher in Form einer Energiegewinnung. Das muss natürlich der Staat für sich selber überlegen. Die Fusion hat einen Vorteil, wenn wir sie denn hinkriegen, das ist die einzige neue Primärenergie, die man sich überlegen kann. Also Sie können Sonne und Wind nutzen, das gibt es, das ist die Sonnenenergie quasi, ist auch Fusion, aber ein bisschen anders. Ansonsten Kohle verbrennen und Öl verbrennen wird ja nicht weit in die Zukunft reichen. Das heißt, wir haben die erneuerbaren Energien und die Fusion, wenn man auf fossile Energien irgendwann mal verzichten will oder soll. Ich habe mir jetzt ja sagen lassen, dass mit dem Shale-Gas und Shale-Oil man ja noch 1000 Jahre auskommen soll. Weiß ich nicht, ob das so ist, also, und ob man das will. Aber wenn man eine neue Energieform nehmen will, dann ist außer Sonne und Wind und ein bisschen Wasser, das aber nicht weit trägt, die Fusion die einzige Möglichkeit, eine Energieversorgung sicherzustellen. Das Positive wenigstens ist, Brennstoff gibt es überall und Krieg um Brennstoff wird es nicht geben. Mhm. Und dennoch, trotz aller dieser Argumente, die Sie gerade vorgebracht haben, ist der letzte Stand, den ich hier gefunden habe in unserer pressenden Datenbank. Das Bundesministerium für Forschung und Technologie hat im September 2012 angekündigt, keine neuen ITER-Projekte, also ITER, dieser Reaktor in Frankreich, keine neuen Projekte mehr zu fördern. Was ist der Grund dafür? Das ist sehr hochgespielt worden. Das Ministerium hat als Anschubfinanzierung zur Ertüchtigung der Industrie mal Projekte aufgelegt, um bei ITER reinzukommen. Und dass irgendwann dieses Mal nicht mehr nötig sein sollte, weil unsere Industriebetriebe entweder dort Projekte haben oder halt auch nicht, weil ITER dann die Projekte sind also eigentlich ausgeschrieben, zum großen Teil jetzt, ist das also folgerichtig gewesen, dass diese unterstützenden Projekte dafür dann auch mal... Ja gut, aber ich habe was auch gelesen, dass das Ministerium oder der Minister oder wer immer, der Staatssekretär, nicht so glücklich damit war, dass, oder Ministerin, dass von den Ausschreibungsvolumen 1 Milliarde nur 34 Millionen in Deutschland hängen geblieben sind. Ja, das ist jetzt nicht mehr so, es sind 200. Na, dann ist er besser. Das hat auch eine Rolle gespielt. Das hat auch eine Rolle gespielt, aber es ist tatsächlich so, dass diese Projektförderung vielleicht dann noch 2 Jahre länger gelaufen wäre, aber es war klar, dass das zu Ende kommen sollte. Mhm. Siegfried Neubert fragt, wann soll der erste internationale Fusionsreaktor, damit ist jetzt ja hier wohl ITER gemeint, permanent mehr Energie liefern, als er verbraucht. Also wann? Na, in Betrieb gehen soll er so um die 2020, aber um Energie zu liefern, muss er ja mit Deuterium und Tritium arbeiten. Ja. Das will man aber nicht gleich anfangen. Man will das erst lernen, man will erst mit Wasserstoff beginnen, dann mit Deuterium alleine. Also der Plan ist 2027. 10-mal mehr Energie erzeugen, als man reinsteckt. Okay. Zum Plasma heizen.
Das ist mal eine Ansage. Also so kann man ja schon hindenken, 2027, dann hätte man das Prinzip geklärt und dann wird wieder was Neues gebaut. Dann sind wir immer noch nicht am Ziel, denn Strom haben wir damit immer noch nicht gewonnen. Nee, das macht man wieder nicht, weil sich das nicht lohnt. Dann, also wenn man aber einmal wirklich 10-mal mehr Energie erzeugt hat, als man reingesteckt hat, dann kann man auf der Basis ein echtes Kraftwerk, das Strom liefert, bauen. Das wird dann auch nicht mehr viel größer sein. Und das dauert aber noch mal eine Weile. Das habe ich mir hier aufgeschrieben. Das dauert dann noch mal, schreiben Sie, bis 2045 oder 2050. Naja, das haben wir die 40 Jahre doch schon wieder voll. Nein, nicht ganz, weil von 45 minus 13 sind nicht 40. Na gut, ja. Aber Sie waren bei den 100 und 200 Millionen Grad auch nicht so pingelig. Na, schon gut. Ja, also, ich meine, es ist relativ einfach. Wenn Sie 2027 beim ITER das erste Mal Deuterium-Tritium probieren, dann gibt man der Sache vielleicht 5 Jahre zum alles genau angucken. Da müssen Sie Ihr Design nochmal anpassen und 10 Jahre müssen Sie bauen. Ist also nicht so absurd. Die Chinesen wollen es ja früher machen. Die wollen halt nicht auf ITER warten. Ja, wie können die das einfach früher machen? Die wollen, dass 2016 sich schon so ein Fusionskraftwerk Naja, man kann ja beschließen, dass man möglichst sparsam und auf sicheren Grund geht. Und dann wartet man mit dem Design eines Demonstrationskraftwerks, bis man die ITER-Ergebnisse hat. Oder man sagt, man möchte schnell das Energieproblem lösen, macht man sowas wie Apollo-Programm, macht man parallel. Und die Chinesen sagen, okay, es gibt ITER, parallel bauen wir jetzt ein Kraftwerk, das auch selber schon Tritium erzeugt und auch ans Netz geht, aber noch nicht mehr Strom erzeugt, als man reinsteckt sozusagen. Ich verstehe das nicht. Sagen Sie mal bitte umgekehrt, warum braucht man dann überhaupt noch ITER, wenn man als in China doch einfach so ein Ding schon hinstellen könnte? Ja, noch haben sie es ja nicht gezeigt, dass sie es können. Schauen wir mal. Ach so, so ist das. Gut. Was glauben Sie denn, wenn wir eines Tages Kraftwerke haben würden, Fusionskraftwerke, wie viele bräuchte man hier in Deutschland? Ich habe gelesen, es gibt augenblicklich 124 fossilthermische Kraftwerke in Deutschland. Wäre das so etwa dieselbe Größenordnung? 124? Bräuchten so viele? Das kommt darauf an. Ich glaube, wenn Sie alles mit Kernfusion machen wollten, das wird ja wohl nicht so sein. Ich denke, es wird auch dann einen Energiemix geben, aus Erneuerbaren und für die Grundlast dann die Kernfusion statt die Kohlekraftwerke oder jetzt die Spaltungskraftwerke. Also die Größe ist 1 Gigawatt elektrisch etwa. Aha, 1 Gigawatt. Was wir jetzt auch haben, die großen Kernkraftwerke. Also 1000 Megawatt. Wir haben vorhin die 100 Megawatt angesprochen aus einem Gramm. Gut, das wären also aber deutlich mehr als Kernkraftwerke. Kernspaltung besprechen wir gleich noch. Die wären etwa so groß wie Kernspaltungskraftwerke. Mhm. Und jetzt muss man sich überlegen, wie groß der Anteil der Fusion dann sein soll, nicht? Ja, aber es wären wahrscheinlich doch deutlich mehr, wenn wir uns darauf stützen wollten. Ja. Professor Franz Joos von der Helmut-Schmidt-Universität fragt, derzeit wird immer von einer Dezentralisierung der Energieerzeugung gesprochen. Dies führt zu kleineren Einheiten. Welche Einheitengrößen, das haben Sie, glaube ich, gerade gesagt, welche Einheitengrößen sind bei der Kernfusion zu erwarten? 1000 Megawatt, 1 Gigawatt. Wie sind diese in der zukünftigen Netzinfrastruktur zu integrieren? Haben Sie dazu schon Vorstellungen? In Deutschland würde es in das jetzige Netz reinpassen. Wie das zukünftige Netz aussehen wird, wird man sehen, weiß ich nicht. Wenn Sie global geht es ja sozusagen auch immer mehr in Richtung Megacities, riesengroße Städte, da werden Sie wahrscheinlich mit dezentral nicht weit kommen. Da werden Sie schon große Kraftwerke brauchen, um sowas wie Peking oder so Großstädte zu versorgen. Und in Deutschland ist die Frage, ob man jetzt das derzeitige Netz völlig auseinanderreißt. Ich denke, dass auch im dezentralen Netz das kein Problem ist, an großen Stellen da ein Kraftwerk reinzubauen. Und trotzdem, dezentral bedeutet ja eigentlich, dass man ganz viele Verbindungen hat. Das ist für die erneuerbaren Energien wichtig. Und wenn man es kombinieren will, beides, dann ist das, glaube ich, kein Problem, ein Kraftwerk von 1 Gigawatt damit reinzutun an den entscheidenden Punkten. Okay, kein Problem. Peking. Millionen Menschen, da stehen jetzt überall diese Kraftwerke rum. Jetzt kommen wir endlich zu dem, meine Damen und Herren, was Ihnen natürlich am meisten am Herzen liegt, den Sicherheitsfragen. Und da muss ich auch sagen, auch mir ist das nach wie vor unbegreiflich, wie man 100 oder 200 Millionen Grad managen kann. Ja, Sie haben mir das erklärt mit dem magnetischen Käfig. Aber jetzt fällt der Strom aus, der Käfig fällt zusammen. Ja. Kommt es da nicht zu einem Inferno? Verbrennt nicht plötzlich alles? Gibt es nicht einen riesen Glutball? Das Wichtigste ist ja, wie viel Energie ist da drin? Und da ist weniger Energie drin pro Liter als in Ihrem Automotor, und zwar ein Faktor 100 weniger.
Ich habe nämlich zwar ganz hohe Temperaturen, aber ganz wenige Teilchen da drin. Ich habe ein Vakuum. Der Druck ist so groß wie in Ihrem Fahrradschlauch. Und wenn ich jetzt mein Strom ausfällt und mein Plasma gegen die Wand klatscht, dann ist das sehr schade für das Plasma. Das nehme ich dann weg. Und es kann nicht so etwas passieren, sagen wir, wie eine Kettenreaktion. Es gibt jetzt eine Fusion, die erzeugt Energie. Diese Energie stiftet eine nächste Kettenreaktion an. Irgendwo ist ein Ventil offen, das Wasserstoffgas, das Deuterium, das strömt nur wie verrückt. Danach kann sowas nicht passieren. Nee, eine Kettenreaktion immer ist... Immer da rein und eine Kettenreaktion weiter. Ist was ganz anderes. Ja, eine Kettenreaktion ist bei der Spaltung. Sie spalten einen Kern. Dann wird nicht ein Neutron frei, sondern zum Beispiel drei. Und die spalten jeder wieder einen Kern. Und das heißt, die Anzahl der Reaktionen pro Zeit, wenn sie es nicht kontrollieren, wird höher. Bei der Fusionsreaktion ist ein Deuterium, ein Tritium, die fusionieren, ein Helium, ein Neutron, fertig. Aber da sind doch noch andere Wasserstoff-Ionen. Mit denen kann das Spielchen doch weitergehen. Ja, aber es ist nicht so, dass eine Reaktion, jetzt das Neutron, was da jetzt entsteht, das kann genau wieder ein Tritium machen und nicht 25 Reaktionen anfachen. Die Anzahl der Reaktionen pro Zeit ist... Es geht immer nur 1 zu 1, nicht irgendwie multiplizieren. Ja, es wird nicht multipliziert, die Anzahl der Reaktionen pro Zeit ist konstant. Und wenn Sie irgendwas machen, wenn Sie also irgendwas regeln, zum Beispiel den Strom weg oder die Kühlung fällt aus, dann ist es aus. Wenn Sie das Magnetfeld ausschalten zum Beispiel, was Sie ja leicht machen können, dann ist es weg. Halt, jetzt haben wir noch was. Wir haben die schnellen Neutronen, die sind da unterwegs, ja? Die prallen auf die Wand und haben die erhitzt. Kann da nicht noch was passieren? Kann diese Wand nicht durchglühen oder irgendetwas in der Art? Wir haben das ausgerechnet. Was ist, wenn die Kühlung ausfällt, und zwar total, ohne irgendwas? Sie schaffen es nicht, die Wand zu schmelzen, weil die Energie, die Sie im System haben, ist zu klein. Ja, das aber, die Kernphysiker haben auch immer alles Mögliche, die Kernspaltungsphysiker ausgerechnet und gesagt, kann alles nicht sein. Doch, wieso soll das bei Ihnen jetzt? Die haben aber zugegeben, dass sie aktiv kühlen müssen. Und zwar deshalb, weil sie... Als Produkte nach dem Spalten haben sie sozusagen radioaktive Elemente. Und die zerfallen entweder ganz schnell, und das macht die Nachwärme, deshalb müssen sie kühlen, oder ganz langsam, das macht das Endlagerproblem. Wir haben bei uns 1 Gramm, nicht? Und nicht 300 Tonnen in unserem Kraftwerk. Ein Schaltungskraftwerk hat 300 Tonnen Brennstoff. Wir haben 1 Gramm im Plasma und 1 Kilo vielleicht drumherum. Und das macht schon einen großen Unterschied. Siegfried Neubert fragt, ich hätte gerne Informationen über den anfallenden radioaktiven Abfall bei der Energieerzeugung aus Kernfusion. Und Helmut Ludwig fragt, besteht ein Entsorgungsproblem von Abfallprodukten? Ja, dazu würde ich gerne ein Bild zeigen. Wie bei den Atomkraftwerken. Naja, dazu würde ich gerne ein Bild zeigen. Wenn es der Abfall muss ja irgendwo bleiben. Der Abfall muss irgendwo bleiben. Hier geht, also zur Menge komme ich gleich. Hier ist erstmal die Qualität des Abfalls gefragt. Und zwar müssen wir entlagern, das ist ja eigentlich das Problem. Und dieses Bild zeigt, das ist ein Maß für die Radioaktivität, normiert auf die Energie, die sie erzeugen. Und das ist die Jahre, nachdem man ein Kraftwerk abgeschaltet hat. Und das Blaue ist ein Spaltungskraftwerk, das Rote ein Fusionskraftwerk. Und da sehen Sie, am Anfang ist das alles ähnlich. Und dann aber fällt die Radioaktivität im Fusionskraftwerk nach 100 Jahren eigentlich auf das Level von Kohleasche runter. Und das haben sie früher jedenfalls immer noch angefasst. Also Radioaktivität null, das gibt es nicht auf der Welt, nicht? Da gibt es ja viele Leute, die das gerne hätten, das geht leider nicht. Aber Kohleasche haben die meisten Leute ausgehalten bis jetzt. Und beim Spaltungskraftwerk, das ist logarithmisch sozusagen, das heißt, das ist immer ein Faktor 10 zwischen jedem Strich. Das heißt, bei dem Spaltungskraftwerk sind sie nach 10.000 Jahren immer noch nicht da und noch weit davon weg. Und das heißt, beim Kohlekraftwerk, und das sind jetzt Materialien, die es schon gibt, das wird ja häufig gesagt, zu Recht, wir machen noch Materialforschung, das stimmt. Aber die ferritischen Stähle, das ist Eurofer. Ferritische Stähle, ja. Und das sind Stähle, wo man Kobalt und ein paar Sachen rausgenommen hat, die leicht aktivierbar sind. Das ist also ein spezieller Stahl, den gibt es schon, ist ein Patent drauf. Und nach 100 Jahren ist der so weit abgefallen in der Radioaktivität, dass das nichts mehr macht. Und man würde tatsächlich das Kraftwerk stehen lassen so lange oder jedenfalls das abklingen lassen. Nun können natürlich, wenn so ein Endlager 100 Jahre lang in der Nähe von Peking oder irgendwo rumsteht, kann auch noch was passieren. Das ist ja kein Endlager. Na, Moment mal, was da aktiviert ist, ist die Wende. Da steht da rum, ja? Das ist nicht ein Brennstab oder der, wo der irgendwie nicht noch weiter was entzünden kann, wenn der nicht, sondern das ist sozusagen nicht hochradioaktiv. Das steht da. Und wenn Sie da nicht einen Jumbo-Jet draufschmeißen, dann wird das auch nicht durch die Gegend fliegen. Aber das ist meine Lieblingsfrage, kriege ich dauernd ein vollbeladenes Flugzeug, das ist jetzt gerade total in. Ja, dann was passiert denn dann? Na, auf so ein Kraftwerk, was da rumsteht, wo sie nichts mehr mitmachen, passiert gar nichts. Die Frage ist ja, was ist, wenn noch Tritium drin ist, weil Tritium ist radioaktiv.
Und da haben wir nachgeguckt, also es ist eine Fläche von 2 Quadratkilometern, die sie dann evakuieren müssten, das Betriebsgelände. Genau, wir haben diese Stähle angesprochen, die radioaktiv kontaminiert sind. Und dann gibt es noch das Tritium, das ist von Natur aus radioaktiv, hat eine Zerfallszeit von 12,5 Jahren. Das wäre das eigentliche Problem in diesem schrecklichen Gedankenspiel. Ja? Dieser Rohstoff Tritium, der da so eine Anlage. Genau, und da ist die Frage wirklich, weil das normalerweise nicht raus kann, was ist, wenn da jetzt ein Jumbojet draufstürzt? Und dann ist natürlich schon eine Frage, wie viel der Menge, die da freigesetzt wird. Und deshalb sozusagen gibt es also Rechnungen dazu, dass auf 2 Quadratkilometern man möglichst sich nicht aufhalten sollte danach. Eigentlich nur für ein paar Tage, weil die biologische Halbwertszeit davon ist klein. Professor Franz Joos fragt, darüber hinaus gibt es gasförmige Emissionen? Tritium ist gasförmig. Logisch, das haben Sie ja gerade gesagt. Gibt es, und dann haben Sie mir, das steckt auch in dieser Frage, gerade abgestritten, entlagern muss es nicht. Das ist jetzt aber Streit um Worte. Wenn man ein Kraftwerk für 100 Jahre irgendwo stehen lässt, dann könnte man das ja auch als Endlager bezeichnen. Also normalerweise, wenn wir alle über Endlagersuche reden, die Castor-Behälter stehen da schon zig Jahre. Wir reden über Endlager, wenn wir wirklich über 10.000 und mehr Jahre reden. Wir wollen ein geologisches Endlager im Moment für die Spaltungskraftwerke, das brauchen Sie nicht. Ist es möglich oder ist es nicht möglich, fragt Gerd Winkelmann, an den existierenden Kernkraftanlagen relativ sichere Endlagerstätten zu schaffen für dieses Material? Für dieses Material brauche ich keine Endlagerstätten. Ich würde es einfach stehen lassen, weil 100 Jahre ist kein Endlager. Till Rutenberg fragt, warum kann sich Deutschland nicht bei den Finnen einkaufen in die unterirdische Entsorgung? Ich bin nicht für Endlager zuständig, ich brauche kein Endlager. Sie wollen nicht. Gut, also gibt auch nicht den Fall, dass man so ein Ding jemals abbauen müsste und den Müll irgendwo entlagern. Doch, na, abbauen muss man das schon, aber eigentlich ist die Idee, dass man kein Endlager braucht. Ja, gut. Sind die Kernbrennstäbe. Ich rede immer von Endlager, weil sie 100 Jahre für nichts halten. Für mich würden schon 100 Jahre das Wort Endlager verdienen. Ich weiß nicht, für mich ist das große Problem, wenn ich sozusagen für Jahrtausende irgendwas sicher lagern soll. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir also sozusagen, das ist ja nach 50 Jahren schon sehr weit abgefallen, 50 oder 100 Jahre kann ich mir ehrlich leichter vorstellen, als wenn ich mir überlegen muss, ob dieser Salzstock nicht in 1000 Jahren da irgendwie sonst was treibt. Das kann ich mir schwer vorstellen. Aber Olga Masur, wie kann eine Technik, bei der überhaupt radioaktiver Abfall entsteht, und das haben Sie uns ja nicht bestritten, als umweltfreundlich und sicher bezeichnet werden? Das ist, glaube ich, Geschmackssache. Ich sage ja, null Radioaktivität gibt es nicht. Die Deutschen gehen dauernd zum Röntgen, aber haben große Angst, wenn irgendeiner sagt, dass Radioaktivität, Fliegen ist auch sehr gefährlich. Das meine ich jetzt sogar ernst. Also es ist die Frage, wie man mit dem Risiko umgeht und was dann passieren kann. Wenn hier sozusagen im Fusionskraftwerk, also es entsteht Radioaktivität, ja, aber was nicht entsteht, ist sozusagen eine Verseuchung von Landschaften, weil sie, die ganzen radioaktiven Abfälle haben, die freigesetzt werden können bei so einem Kraftwerksunfall. Das haben Hand aufs Herz, in einem Wort auf die Frage, die Antwort von Hans-Jürgen Genke: Ist die Kernfusion beherrschbar? Davon gehe ich aus. Ne? Ohne Wenn und Aber, trotz aller historischen Erfahrungen, die mit der Kernspaltung. Das ist das Gegenteil von Kernspaltung. Ja, ich meine, es hat schon nichts damit zu tun, das muss man schon so sagen. Gut, also ja. Dietmar Lutosch, können Sie sich angesichts der irrationalen Ängste der deutschen Öffentlichkeit in Bezug auf die Kernenergie, sehen Sie, jetzt haben Sie endlich mal jemanden, der aus der Richtung fragt, können Sie sich vorstellen, dass ein Fusionsreaktor in Deutschland je eine Genehmigung erhält? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Also es hängt wirklich davon. Sie wollen sich ja nur das vorstellen. Das hängt doch davon ab, wie groß welche Sorgen man gerade hat. Wenn man tatsächlich mit erneuerbaren Energien alleine auskommt, gibt es ja keinen Grund. Schauen wir mal. Wenn man das Problem tatsächlich irgendwann hat, dass man sich Sorgen macht, wo der Strom aus der Steckdose herkommt, dann wird das eine andere Geschichte sein. Das ist eine Frage, wie sich das Problem entwickelt. Jetzt wird es noch raffinierter. Klaus-Dieter Lange hat das Buch von Robert Laughlin gelesen. Der Letzte macht das Licht aus. Die Zukunft der Energie. Und dieser Laughlin, der Autor, weist auf die Möglichkeit hin, dass die Kernfusion eine Renaissance der Kernspaltung einleiten könnte. Die bei der Fusionsreaktion ausgestoßenen schnellen Neutronen könnten genutzt werden, um Kernspaltung zu
erzeugen. Eine solche Nutzung würde die Energieausbeute verzehnfachen. Ist doch sehr verlockend. Glauben Sie, dass das passieren könnte? Die Konzepte gibt es in China durchaus. Es hat nämlich den Charme, dass es keine Explosion geben kann bei so einem Spaltungskraftwerk, weil der unterkritisch arbeiten würde und nicht mehr sozusagen, der würde also immer nicht 3 Neutronen erzeugen bei einer Spaltung, sondern sozusagen immer wieder einen. In Deutschland verfolgen wir das Konzept nicht. Es gibt Leute in China, die tun das. Mhm. Ich glaube, ich lasse das mal so stehen, weil wenn wir das jetzt noch auseinandernehmen, ja, also wir haben das nicht wird vor. Das wahrscheinlich ein bisschen kompliziert. Klaus Flader bietet Kernfusion eine Chance, hochgradig strahlenden Kernspaltungsmüll zu verbrennen. Theoretisch irgendwie. Ja, praktisch nicht wirklich. Also das ist Transmutation, haben wir schon vorhin mal angesprochen. Mhm. Da würde man extra Anlagen für bauen, wenn man das machen wollte. Nils Ole Kühl, ist es absehbar, dass wir in diesem Jahrhundert in der Lage sein werden, Kernfusion mit einer positiven Energiebilanz ohne Isotope zu erzeugen? Was heißt ohne Isotope? Ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, was gegen Isotope spricht, aber... Das verstehe ich nicht. Also okay. Der erste Teil der Frage, ja, ich habe ja gesagt 2027, hoffe ich, dass es klappt. Okay, aber gut, dann, ich dachte, Sie wissen vielleicht hinterher mehr als ich. Und natürlich wissen Sie mehr als ich, aber ich dachte, vielleicht gibt es etwas, was Sie bei der Sache noch sagen können. Gut, dann mal eine Einwände aus ganz anderer Richtung. Diese Großforschung, diese 15 Milliarden Euro. Die Chinesen machen es einfach so, das haben Sie uns schon gesagt. Dann gibt es aber auch noch amerikanische Start-up-Unternehmen, die machen diese kleinen Fusionsreaktoren im Bastelkeller. Mhm. Kennen Sie eins dieser Projekte? Helion in Washington oder General Fusion in Kanada, Tree Alpha Energy in Kalifornien. Es gibt ganz viele. Es gibt immer mal wieder neue und die kriegen auch viel privates Geld. Die nehmen meistens Konzepte, die schon ausprobiert worden sind. Also was Neues habe ich noch nicht gesehen, was es nicht schon, was die Forschung nicht schon ad acta gelegt hat. Also ich glaube nicht, dass das wird, aber schauen wir mal. Schauen wir mal, meine Damen und Herren, schauen wir mal, das kann jetzt auch ein Stichwort für Sie sein. Schauen Sie doch mal, was Sie in kürzester Zeit, Sibylle Günther, direkt fragen wollen aus dem Saal. Ich habe hier allerdings immer noch Fragen über Fragen. Wir kommen um das Thema, Sie können sich also schon mal darauf einstellen, geht gleich los. Wir kommen um das Thema kalte Fusion nicht ganz herum. Okay. Das war ja am 23. März 1989, da berichteten zwei renommierte Forscher, Stanley Pons und Martin Fleischmann, von einer wundersamen Verschmelzung von Wasserstoffatomen im Reagenzglas. Und das, im Nachhinein war das dann einer der größten Reinfälle der Wissenschaftsgeschichte. Dieses Experiment konnte nicht reproduziert werden. Oder doch, fragt Nils Ole Kühl, besteht die Möglichkeit, dass Andrea Rossi kein Betrüger ist und seine Forschungserfolge zum Thema kalte Fusion keine Lüge sind? Es ist nicht ganz das Gleiche. Die damals wollten Wasserstoff verschmelzen. Der Rossi ist noch ambitionierter, der möchte Wasserstoff mit Nickel verschmelzen. Das ist die Coulomb-Barriere noch höher. Also ich halte das ja für abenteuerlich, aber gut. Also was er gezeigt hat, ist, dass Wärme erzeugt wird, aber er lässt die Leute ja nicht echt reingucken. Ich würde ja gerne mal sehen, was er reinsteckt und was er rausholt. Das darf man aber nicht. Ich kann Ihnen verraten, ich habe zu dieser Frage gibt es einige längere Mail, das habe ich Ihnen vorher geschickt. Sie haben das gelesen und bleiben trotzdem bei dieser Aussage, obwohl ein Giuseppe Levi das irgendwie anders einschätzt. Ja, mit dem gibt es auch, wenn Sie es geblockt haben, gibt es auch ein Interview mit einer wissenschaftlichen Zeitschrift, was er denn nun wirklich davon gesehen hat und was nicht. Mhm. Naja, viel sehen durfte er nicht. Aha, und solange man nicht sehen darf. Nein, ich würde mir gerne genau angucken, wenn ich dann hinterher was dazu sagen soll. Also das ist schon schwierig. So, Herr von der Decken, Ihre Frage lese ich jetzt nicht vor, vielleicht aber nachher noch. Jetzt, weil wir müssen jetzt mal in unseren Multilog mit dem Saal kommen und da gehen auch schon die ersten Hände hoch. Bitte, die Mikrofonträger haben hier die volle Regie, wo das Mikrofon landet, dort wird gefragt. Mein Name ist Karl-Heinz Thier. Der ITER-Reaktor sollte ja ursprünglich in Japan gebaut werden. Und die Forscher dort haben schon 2003 es abgelehnt mit folgender Begründung. Der Atomreaktor von ITER ist in Bezug auf Sicherheitsstandards und die Verseuchung der Umgebung äußerst gefährlich.
Tritium ist hochgiftig, ein Milligramm ist eine tödliche Dosis. Die durch ITER freigesetzten Neutronen haben eine 10-mal höhere Energie als solche, die durch Kernspaltung entstehen. Durch sie werden die Mauern des Reaktors und die Baumaterialien radioaktiv, was 40.000 Tonnen Nuklearabfälle entstehen lässt. Die bisherige Erfahrung lässt befürchten, dass der Reaktor und die dazugehörigen Bauten erst nach mehreren hundert Jahren beseitigt werden können, da sie so stark radioaktiv sind, dass man sie einfach so stehen lassen muss. Ich glaube, wir müssen jetzt mal abkürzen. Schauen Sie, ich glaube, der Punkt ist deutlich geworden. Ja, gut. Zwei Sätze noch. Nein, ich habe besser nichts gesagt. Als Folge daraus wird ein großer Teil der Grundwasserschicht verseucht werden. Die verseuchte Fläche wird sich mit der Zeit noch ausdehnen, was eine extreme Bedrohung der Umwelt darstellt. Also, dass ITER nicht in Japan gebaut wird, liegt nicht daran, dass irgendwelche Leute dagegen waren. Die Europäische Kommission hat sich das ganz schön was kosten lassen, dass ITER in Europa gebaut wird. Dafür baut nämlich Europa in Japan noch ein anderes Experiment und das kostet uns 500 Millionen. Also das war sehr ehrgeizig, dass das Projekt nach Europa kommt. Zu den Umweltfragen, also ich weiß, dass ITER in Frankreich jetzt lizenziert ist. Tritium tatsächlich, wenn ich das Gas in den Mund nehme, 1 Gramm ist sehr gefährlich, das ist aber auch nicht der Plan. Also 1 Gramm soll in dem ganzen Gefäß sein und die Idee ist nicht, das rauszulassen. Das würde dann rauskommen, wenn man einen Jumbojet drauf schmeißt, aber dann sitzt man auch nicht daneben und ein Mensch atmet das jetzt alles ein, das kann man nicht schaffen. Also das. Aber es ist wahr, wenn man Tritium so konzentriert und dann einatmet, ist das giftig, ja. Auch tödlich giftig. Aber es ist eben extremst verdünnt. Ist extremst verdünnt, ja. Selbst in Ihrem Unfallszenario würde es ja sofort in. Richtig, und das ist Welt der Punkt. Sie schaffen es nicht, das aufzunehmen. Mhm. Eine weitere Frage? Guten Abend, mein Name ist Wolfgang Skobel. Ich wollte fragen zu der Neutronenbestrahlung der Wände. Mhm. Da entsteht ja eine Anfangsradioaktivität, die 100 Jahre andauert. Wie ist es denn mit dem Zugang in den Reaktor im Falle technischer Pannen und so weiter? Das ist ja ein Strahlungspegel, der eigentlich eine Arbeit durch Menschen im Innern des Reaktors dann gar nicht mehr zulässt für viele Jahre. Sie haben recht, das ist auch nicht geplant, das wird alles mit Robotern gemacht. Das wurde bei JET in England schon ausprobiert. Da würde niemand reingehen, also da wird niemand reingehen. Ja, ja, das ist alles sozusagen vorher eingebaut. Ja, die Programmierung geht schon von außen, das macht man schon, dass da irgendwelche Kabel reingehen. Ja? Also, und dass auch die Reparatur von denen, die anderen Roboter übernehmen, da geht kein Mensch rein. Das geht, also deshalb fängt man auch nicht mit Deuterium-Tritium an. Am Anfang zum Testen sozusagen hat man nur Wasserstoff, das erzeugt keine Radioaktivität. Wenn man Deuterium-Tritium drin hat, dann wird da kein Mensch mehr reingehen. Und wenn dann wirklich was irgendwann sonst wann kaputt geht, dann ist es kaputt, da geht keiner rein. Moin, mein Name ist Patrick Götzsch. Mich interessiert, welches Prinzip Sie präferieren, ob das Stellarator-Prinzip oder das Tokamak-Prinzip und dann auch, was aus dem Stellarator jetzt in Zukunft werden wird und was Ihre nächsten Planungen damit sind. Das kann ich nicht wirklich sagen, weil der Tokamak ist so weit entwickelt, dass man daraus jetzt, wenn man wollte, ein Kraftwerk bauen kann. Man macht jetzt erstmal ITER, um es zu testen, aber eigentlich sozusagen ist das so weit entwickelt, das kann man jetzt machen. Der Stellarator, weil der so kompliziert ist, hat das sozusagen lange nicht geklappt und Wendelstein 7X in Greifswald wird der erste sein, der zeigen soll, dass auch ein Stellarator kraftwerkstauglich ist. Aber dann muss man so einen ITER-artigen Stellarator schon auch nochmal nachschieben, um das zu zeigen. Also der Tokamak ist viel weiter voran jetzt. Ich denke, der Tokamak soll auch zeigen, dass es funktioniert. Was das ökonomischere Kraftwerk dann ist, das wird sich zeigen. Und deshalb machen wir mit dem Stellarator und mit dem Tokamak parallel weiter. Ja,
Vielen Dank. Mein Name ist Lucht. Ich habe folgende Frage zur patentrechtlichen Situation. Sie noch mal, sorry, zu welcher rechtlichen? Patentrechte. Das heißt, Sie sagen, es wird in aller Welt praktisch geforscht und da wird auch irgendwas entstehen. Wie ist das dort mit den Patentrechten? Wenn die Chinesen das jetzt alles machen, dürfen die anderen das dann nicht mehr bauen, weil die als Erste da waren? Naja, im Moment sind noch nicht die Chinesen als Erstes da, sondern schon Europa und USA. Patente können Sie natürlich nur 20 Jahre lang schützen. Und das reicht sowieso nicht ganz. Und im Moment lernen die Chinesen noch von uns. Insofern ist das im Moment nicht aktuell. Aber wir müssen zusehen, dass wir da mit dranbleiben, das ist wahr. Dass wir nicht also Sachen patentieren können, die uns dann sozusagen den Weg da abschneiden. Aber im Moment ist Europa führend in der Fusionsforschung. Amerika vielleicht noch, aber nicht China. Mein Name ist Siegfried Neubert. Ich habe eine Anmerkung zu machen, und zwar zu den Tritium. In den Elbmarschen bei Krümmel ging es in den letzten Jahren zurückliegend etwas mehr sogar. Viele Fälle von Kinderleukämie, dem man Tritium zuschrieb. Und da war sicherlich auch nicht sehr viel Tritium in der Luft. Aber das ist nur eine Anmerkung. Wenn Sie darauf eingehen wollen, würde es mich freuen. Eigentlich fragen möchte ich, womit denn diese Geräte gekühlt werden. Und in dem Zusammenhang, wenn man dann Lithium einbaut, um daraus Tritium zu erbrüten, Lithium ist ja nicht ganz ungefährliches Material, nicht wegen der Radioaktivität, sondern auch wegen seiner chemischen Eigenschaften. Womit kühlen wir eigentlich? Wir kühlen außen mit Wasser oder mit Helium, das ist noch nicht klar. Zu Ihrer anderen Frage mit der Statistik, da gab es ja hinterher viele Untersuchungen, warum denn das so gewesen sein soll. Und eine Statistik, die ich gelesen habe, war, dass auch in Gebieten, wo man überlegt hat, Kernkraftwerke zu bauen, dass auch da die Sterblichkeit der Kinder höher war. Ich will das nicht lächerlich machen, sondern ich will sagen, dass es wahrscheinlich so ist, dass Orte, die für Kernkraftwerke geeignet sind, zum Beispiel Granit oder Untergrund, oder ich weiß nicht genau, was es ist, keine Ahnung. Jedenfalls ist es so, dass diese Statistiken auch solche Plätze ausweisen als Orte höherer Krebs-Leukämie-Erkrankung bei Kindern. Also das ist nicht klar, dass es wirklich von den Kernkraftwerken kommt. Und, nicht. Ja, und das Kühlen? Das Kühlen habe ich gesagt, Wasser oder Helium. Das Lithium ist innen drin, also die erste Schicht von der. Aber kühlen tun sie sozusagen tatsächlich die Sachen außen an der hinter dem Blanket. Das ist kein reines Lithium, was da drin ist. Lithium-Blei-Verbindung. Ich verstehe Ihre Frage schon. Das ist angeguckt worden. Das Problem für Lithium haben Sie nicht. Das Problem, wenn man Beryllium benutzt, hat man ein Problem. Da haben Sie auf das Problem hingewiesen. Mhm. Ich benutze mal die kleine Pause, um auch natürlich unsere hier anwesenden Schüler zu ermuntern. Keine Frage ist zu doof, um gestellt zu werden. Also nehmen Sie ein Beispiel an mir selbst. Ja, ich traue mich ja auch, also und ich weise ja immer wieder darauf hin, dass man sich mit einer Frage in der Benotung Gott weiß wohin katapultieren kann. Ja? Meistens nach oben. Ich würde vorschlagen, in jedem Fall nach oben, Hauptsache gefragt. Hallo, mein Name ist Bastian. Das ist vielleicht nicht exakt Ihr Fachgebiet, aber Sie haben am Anfang gesagt, dass in den Sternen auch Kernfusion stattfindet. Und zwar werden dort die einzelnen Teilchen nacheinander reagiert. Und Sie meinten, das Schwerste wäre Eisen. Und dass so die ganzen Elemente entstehen. Aber wie entstehen dann schwerere Elemente, meinetwegen Quecksilber und sowas? Eisen ist das stabilste Element. Und das heißt, um Eisen... Also bis zu Eisen sozusagen kann man Energie bei der Reaktion gewinnen. Das heißt nicht, dass man sonst nicht fusionieren kann. Wenn sie genug in der Supernova-Explosion entstehen auch schwerere Elemente, aber da muss man Energie zuführen, um die Fusion zu machen. Gehen tut es trotzdem, sonst hast du völlig recht, würden es die Elemente nicht geben.
Ja, wir lassen es noch ein bisschen. Zwei Fragen. Ich erhöhe auf drei und dann ziehen wir mal einen Schlussstrich. Aha, das hat gewirkt. Da war eine dort. Mein Name ist Utesch und mich interessiert die finanzielle Komponente. Wie hoch sind die Förderbeiträge der Bundesrepublik für diese Fusionsreaktoren zurzeit und wie lange laufen sie noch? Und die zweite Frage klang schon durch, beziehungsweise die Antwort. Warum wird das überhaupt noch gefördert, wenn ich mir die Dynamik der erneuerbaren Energien angucke, haben wir in 50 Jahren nur noch Windräder und Solaranlagen und keine Fusionsreaktoren? Also gefördert wird das in der Bundesrepublik Deutschland im Moment mit 120 Millionen Euro pro Jahr. Das Erneuerbare Energiegesetz kostet im Moment 20 Milliarden, ist auch nicht ganz das Gleiche. Dafür erzeugen die anderen auch Strom, ist schon okay. Ob wir auf 100% Erneuerbare kommen, das ist genau die Frage, ob man zu Speichern kommt oder nicht. Weil und das Problem steht noch aus. Mein geschätzter Kollege Herr Schlögel, der jetzt das entsprechende Max-Planck-Institut, das gerade auch im Aufbau ist, zu chemischen Speichern leitet, hat zu mir gesagt, die Zeitskalen sind ähnlich. Und am liebsten hätte er ein Fusionskraftwerk in der Mitte, weil er hohe Prozesstemperaturen braucht. Also ich glaube nicht, dass wir gegeneinander kämpfen sollen. Wir sollen aufpassen, dass wir Alternativen für die nächste Generation haben. Und ich habe kein Problem, überhaupt nichts gegen erneuerbare Energien mit Speichern. Sonst hat es keinen Sinn. Im Moment gibt es da das ein langfristiges Forschungsprogramm ist, ist das nicht festgeschrieben. Also im Moment gibt es 120 Millionen pro Jahr. Und das ist jetzt im Moment festgelegt bis 2019. Gut, Herr von der Decken, stellen Sie Ihre Frage selber. Da geht die Hand hoch. Ja, dann stellen Sie eine davon. Ja, also die Frage nach dem Materialproblem, die Werkstoffprobleme, die ist ja heute gar nicht so richtig irgendwie berührt worden. Und das ist doch wohl die höchste Schwierigkeit bei der Fusion. Ist es eine der Probleme? Und zwar geht es da vor allem darum, also das Eisen sozusagen, Eurofair habe ich ja schon genannt, das Problem ist wirklich, wenn das Plasma die Wand berührt, an der Stelle, da Materialien zu finden, die diese Wärme aushalten. Gleichzeitig, man versucht das Problem hin und her zu schieben zwischen Ingenieuren und Physikern. Wir haben jetzt einen anderen Weg gewählt. Wir setzen uns jetzt da zusammen und versuchen sozusagen von der Plasmaphysikseite her die Belastung zu verringern auf diese Materialien. Und die Materialforscher sozusagen versuchen mehr wärmebeständige Materialien, so wärmesenkende Materialien zu entwickeln. Und das sozusagen ist aber richtig. Vor allem geht es um die weitere Entwicklung niedrig aktivierbarer Materialien. Das muss parallel oder wird parallel betrieben. Das ist wahr. Ist nur nicht mein Fachgebiet, deshalb sind wir da nicht so ins Detail drauf eingegangen. Und die letzte Frage aus dem Publikum. Ja, bitte. Ja, mein Name ist Klaus Flader. Ich gucke mir das Bild an und denke, dass der Reaktor, wie kommt es zur Kühlung bzw. zum Wärmetausch? Denn ich will ja ein Kraftwerk hinten dran machen. Sind da Wärmetauscher dahinter? Oder? Ja, also das Plasma, das brennt ja sozusagen in dieser Kammer hier. Und meine Neutronen, die fliegen in alle Richtungen. Und die erwärmen die Wand und da müssen sie Wärmetauscher hin tun. Also, aber das ist, da können sie konventionelle Technik nehmen, im Wesentlichen. Also das ist nicht so viel anders als in anderen großen Kraftwerken. Also letztlich Gasturbinen. Ja, am Ende Turbinen und dann ins Netz, ja. Mhm. Ja, meine Damen und Herren, danke für Ihre vielen, finde ich auch sehr qualifizierten und anregenden Fragen. Sie haben es ja wahrscheinlich hier wieder erlebt. Man muss auch viel Wissen erzeugen, bevor man über die Kernfusion redet. Alle reden von der Teilchenforschung, alle reden von irgendwelchen spannenden Forschungsgroßprojekten. Sie kommen gerade aus dem DESY, da waren Sie heute, wo der neue X-Fell-Röntgenlaser vorgestellt worden ist. Das, wo das Gebäude eingeweiht wurde. Das Gebäude dafür eingeweiht wurde. Von Free-Elektron-Laser. Und erfüllt Sie das nicht manchmal doch ein bisschen mit Neid, also diese tolle Aufmerksamkeit für alle diese Großforschungsprojekte und die Kernfusion, die wird medial auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ja, ich freue mich, dass die Leute nicht da auch immer zu fragen, was bringt uns das? Weil es bringt natürlich Erkenntnis. Aber nö, ich finde es eigentlich ganz gut, dass es noch Grundlagenforschung in Deutschland gibt. Denn Naturwissenschaften und von den Ingenieuren lebt dieses Land immer noch. Auch wenn das manchmal nicht so gut rauskommt in den Medien. Mhm.
Ja, was zeigen Sie da auf mich? Ich tue doch hier alles, was ich kann. Ja, ja. Das stimmt, das muss ich sagen. Ja. Also, habe ich das gerade richtig rausgehört? Sie sind eigentlich ganz froh, dass Sie noch so ein bisschen in Deckung bleiben und da unbescholten forschen können? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gemeint, dass es schön ist, dass meine Kollegen auch Geld für die Forschung bekommen. Na, das klingt jetzt aber schon ein bisschen beleidigt. Nee, gar nicht. Nein? Ich finde das super, wenn man also jedem das, was ihm Spaß macht. Das ist super, wenn sie da Erkenntnisse gewinnen, die auch hinterher für andere Dinge wichtig sind. Also ich habe da kein Problem. Ich komme zu meiner Eingangsbemerkung zurück. Ich bin auch heute Abend den Eindruck noch nicht ganz losgeworden. Ungeduldig darf man nicht sein als Fusionsforscher. Es dauert alles entsetzlich lange. Scheitert das Projekt nicht womöglich doch an seiner eigenen Größe? Also ich weiß nicht, entsetzlich lange, das ist die Frage, wie man es definiert. Wir haben, wenn man unseren Erfolgsparameter nimmt, haben wir auf dem Weg einen Faktor 100.000 geschafft, ein Faktor 10 fehlt noch, kann man ja auch positiv sehen. Was haben Sie in 50 Jahren erreicht? Naja, was ist denn das für ein nebulöser Erfolgsparameter? Das kann ich Ihnen ja auch erzählen. Also, ja, das sage ich meinem Chef auch immer. Ja, ne? Also, wenn Sie meine Erfolgsparameter nehmen, dann habe ich Faktor 10. Wenn Sie mir ein Bild gestatten. Ja, zeigen Sie noch mal ein Bild zum Schluss. Dann sozusagen ist unten die Temperatur. Na, jetzt ist alles klar. Die Temperatur aufgetragen. Und da oben habe ich das Erfolgsparameter genannt, das Temperatur mal Anzahl der Teilchen pro Volumen mal Wärmeisolierung. Die muss ein Faktor 50 besser sein als Styropor. Da unten haben wir angefangen, 1965. Und das ist ein Faktor 100.000, sind wir jetzt bei JET, das ist das englische Experiment. Das sind die Kürzer, sind alles Experimente. Das sind alles Experimente. Ja? Die schwarzen sind Tokamaks, die blauen Stellaratoren. Und dann sieht man, es ist nicht mehr so wahnsinnig viel Platz bis ITER. Und wenn ich noch eine Werbeeinlage darf, wir haben unseren Erfolgs- und diesen Parameter, also das ist nichts Komisches, ja, Dichte mal Temperatur mal Wärmeisolierung, genauso schnell verbessern können wie Computerchips. Mooresche Gesetz, Anzahl der Transistoren, Faktor 2. Jetzt muss ich ehrlich sein, die Computer sind kleiner geworden, unsere Maschinen sind größer geworden. Aber im Prinzip, also Sie haben ja nichts geschafft in 50 Jahren, das würde ich ja nicht ganz so stehen lassen wollen. Na gut. Ja, Sie haben Ihren Fall gut verteidigt. Ich versuche meinen letzten Angriff, wenn Sie so wollen. Wenn also endlich Strom aus so einer Kernfusionsanlage fließt, dann könnte das Jahr 2050 erreicht sein. Dann sind Sie hochbetagt, ja? Oder betagt, sagen wir. Ja, und einige hier von uns hochbetagt. Und ich sowieso. Ich bin dann schon. Ist so eine Aussicht nicht ganz schön demotivierend, dass man also das Experiment, auf das man doch sein Leben lang zugearbeitet hat, dass man dessen Vollendung vielleicht gar nicht mehr bei vollen Sinnen erleben wird. Ja, vielen Dank. Also Sie haben eine Alzheimer-Krankheit jetzt schon angekündigt. Aber man muss sich natürlich an andere Ziele setzen. Und ich würde es schon sehr spannend finden, anzusehen, dass man 10-mal mehr Energie erzeugen kann, als man reinsteckt. Was sagen Sie denn zu Leuten, die sich mit Kosmologie beschäftigen und im Weltall? Die werden das auch nicht verstanden haben, solange sie noch leben, denke ich. Also völlig. Telefon also, wird da gesagt, ja. Also solange, wie gesagt, also wenn am Ende ich also sehen kann, dass Energie erzeugt wird, mehr als man reinsteckt, dann finde ich das schon einen schönen Erfolg. Und daran glauben Sie fest, das werden wir im Jahre 2027 mit ITER erreichen. Naja, wenn 2029 ist mir auch noch recht. Also bin ich hoffentlich auch noch klar beim Verstand. Also. Gut. Meine Damen und Herren, damit ist klar, wann wir uns allerspätestens wiedersehen, 2029. Gern. Bis dahin sind Sie natürlich herzlich eingeladen. Herr Mayer hat das schon erwähnt, gerade heute noch ein bisschen was zu trinken und zu knabbern. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, dass Sie uns an diesem Sommerabend, an dem man noch was anderes hätte machen können, entgegengebracht haben. Es war sehr erhellend und interessant, mit Ihnen zu sprechen, Frau Günther. Herzlichen Dank. Und ich drücke Ihnen alle Daumen, dass das mit der Fusion alsbald in Ihren Maßstäben gelingt.